Hallo, meine Lieben. Es gibt einen. Ich könnte es XXL-Haul nennen, aber es wäre untertrieben. Deswegen macht euch auf was gefasst. Ich sag's euch jetzt schon. Holt euch was zu essen, macht kurz auf Pause, holt euch was zu snacken, zu trinken und dann setzt euch gemütlich hin und zieht euch diesen Haul rein. Der ist einfach nur unglaublich lang und unglaublich groß. Ich sag euch vorab die Marken, damit ihr wisst, ob es euch interessieren könnte oder eben nicht. Ich habe hier Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi's, Michael Kors, Job, Armani und Nike. Beziehungsweise, es das heißt ja nicht Nike, sondern Nike oder Nike. So bescheuert, genau wie Levi's. Ich habe es früher immer Levis ausgesprochen. Levi's finde ich auch richtig, richtig eklig. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Wir waren gestern am Wochenende in Wertheim Village. Das ist ein Outlet-Store in Wertheim. Genau, und da gibt es halt ganz, ganz, ganz viele Stores im mittleren und High-End-Bereich. Und da kann man sich echt was sparen. Also richtig, richtig viel. Wir waren schon mal vor, ich glaube, 1,5 Jahren da. Da hat es auch richtig Spaß gemacht. Es war gutes Wetter und wir konnten shoppen und alles war toll. Und diesmal war es so, es war schlechtes Wetter, es hat immer wieder geregnet, es war windig, es war kalt. Das war eine Sache. Die andere Sache war, dank Corona, ja, gab es nur eine bestimmte begrenzte Anzahl von Menschen, die eben in die jeweiligen Stores rein konnten, und dann haben sich draußen ganz lange Schlangen gebildet. Man hatte wirklich eine lange Wartezeit. Also falls jemand jetzt sagt, wow, cooler Haul, ich möchte unbedingt mal dahin, geht mit Wartezeit hin oder mit einer Menge Zeit im Gepäck, sagen wir es mal so, nicht nur hingehen und sagen, auch oh, ich gehe mal eine Stunde schnell da durch. Also man muss wirklich mit Zeit hingehen. Mit langen Warteschlangen rechnen. Es gab aber ganz viele Stores, da konnte man Nummern ziehen oder man wurde per SMS dann benachrichtigt, wenn man dran ist. Und ja, also nicht in allen Stores musste man sich anstellen. Man konnte, man musste aber nicht. Genau. So, jetzt höre ich aber mal auf zu labern. Ich leg mal los. Wir waren als allererstes im Levi's Store. Da habe ich mir unter anderem dieses T-Shirt geholt. Das ist schön blau, ein weißer Streifen, dann rot, wo Levi's draufsteht. Dann ist es wieder weiß und wieder dunkelblau. Fand ich ganz, ganz cool. Ist aus der Männerabteilung, habe ich dann in der Größe S mitgenommen, dass es ein bisschen lockerer sitzt. Fand ich ganz cool. Ich bin ja jemand, ich nehme Sportklamotten, also wenn es jetzt solche T-Shirts sind oder auch Sporthosen, immer mal gerne auch aus der Männerabteilung mit. Gerade in den Outlet-Stores gibt es so tolle Sachen bei den Männern. Und ich finde das richtig cool, weil gerade ich habe halt schon immer ein bisschen mehr Oberarme. Und bei den Frauen ist es ja immer so ein bisschen kürzer und dann total eng, weil alle Frauen ja dünne Arme haben. Und bei den Männern ist es halt alles dann nochmal ein bisschen lockerer und ja. I like it auf jeden Fall. Deswegen kleiner Tipp an alle, die auch so ja, ein bisschen mehr Oberarme haben. Geht mal in die Männerabteilung. Die haben richtig coole Shirts, wo man sich nicht reinquetschen muss. Kleiner Tipp. So, dann die restlichen Sachen von Levi's. Hier ist einmal eine große Tüte. Ich habe für meinen Mann zwei T-Shirts-Sets mitgenommen. Genau, die waren jeweils, die kosten normalerweise 34,95 und die haben jeweils nur noch 24 Euro gekostet. Und in jedem Store, also in den Outlet Store, Wertheim Village, ist es so, da steht einmal der Originalpreis und dann steht da Outletpreis. Und es ist aber immer noch irgendwelche Specials, eigentlich in jedem Store. Und bei Levi's war es so gewesen, kaufe drei Teile, zahle aber nur zwei. Genau, ich habe insgesamt sechs Teile, beziehungsweise für meine Mama noch ein T-Shirt geholt. Also ich hatte sieben Teile und habe dann sozusagen zwei Teile davon komplett kostenlos bekommen. Natürlich die günstigeren, aber ich glaube, das waren vielleicht sogar die günstigeren, ich weiß es gerade gar nicht. Genau, das sind einfach ganz normale T-Shirts in zweimal schwarz, einmal blau, einmal grau. Und da ist so ein kleines Label an der Seite, wo Levi's draufsteht. Das mag mein Mann halt eben sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich die einmal mitgenommen. Dann habe ich zwei T-Shirts, also einmal das hier und einmal in so einem Senfgelb. Ich fand es so, so schön, weil ich habe viele Levi's-Oberteile, diese standardnormalen in weiß und in schwarz und keine Ahnung, ich habe so viele, aber solches buntere eher noch nicht. Und deswegen habe ich einmal das hier mitgenommen, auch eher so ein Oversize. Und ja, so sieht's aus. Sieht echt, echt hübsch aus. Was habe ich denn hier für eine Größe? Auch S mitgenommen, ja. Und das hier war zum Beispiel von 24,95 auf 17 Euro. Okay, dann war das hier auf jeden Fall bei den Gratis-Sachen mit dabei. Und dieses Oberteil war von 34,95 auf auch, ich glaube auch auf 24 Euro. Und ja, dann, wie gesagt, ein paar Teile gab es ja gratis. Wenn man es runterrechnet, ist es dann ja noch günstiger. Dann habe ich mir zwei Pullis mitgenommen. Die fand ich so hübsch. Also einmal das hier. Das hat hier einmal Kapuzen. Also eine Kapuze. Ich sage euch auch direkt mal hier den Preis. 74,95.
auf 52 Euro. Und dann halt eben, wie gesagt, durch diesen Nachlass. Ja, der ist einmal komplett rot. Das ist Größe S übrigens. Das ist so einer, der extra so oversize ist. Und an den Seiten, an den Ärmeln ist hier so ein weißer Streifen eben. Moment, ich versuche es mal ein bisschen besser zu zeigen. Ne? So. Zwei weiße Streifen, wo überall Levi's draufsteht und auf der anderen Seite auch. Und dafür hier vorne, Moment, hier vorne ist so ein kleines Logo und hier jetzt auch nochmal solche Taschen und ja, ein Hoodie einfach zum Zusammenziehen. Fand ich total cool, gerade weil der so oversized ist, sieht sehr, sehr gemütlich aus. Und in diesem Pulli habe ich mich schon von Weitem verliebt. Auch der ist oversized. Der war auch von 75 Euro auf 52 Euro reduziert. Der hat auch hier so ein Hoodie, also ein weißer Pulli und diesmal aber mit rosé-goldener Schrift. Ich fand das so, 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 so cool. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also dieses Rosé-Gold hat mich einfach weggeflasht mit schönen, großen, rosé-goldenen Ohrringen oder so. Mega, mega schön. Genau. Und das war's. Das war von Levi's gewesen. Dann machen wir weiter bei Michael Kors. Ich muss sagen, Michael Kors ist nicht mehr so in meinem Fokus. Also ich würde da nicht, die haben teilweise nämlich echt teure Taschen. Also ich habe ein paar Taschen von Michael Kors. Die mag ich auch, die würde ich auch nicht weggeben. Die finde ich nice. Aber ich weiß auch nicht, Michael Kors ist selbst ein Outlet echt teuer, dass man, keine Ahnung, 200 Euro oder sowas dafür ausgibt. Dafür ist es nicht mehr zu sehr, also dafür bin ich nicht zu verliebt da drin. Aber Schuhe finde ich nice von Michael Kors, muss ich echt sagen. Ich habe auch ein Kleid gesehen und einen Mantel, die mir sehr gefallen haben, aber die haben irgendwie was mit 300, 400 Euro gekostet. Das fand ich dann, dafür bin ich nicht zu sehr verliebt in diese Marke, dass ich sagen würde, ja. Aber diese Schuhe haben mir so gefallen. Ich musste sie mitnehmen. Meine Schwester hat sich auch verliebt und hat sie sich auch mitgenommen. So sehen sie aus. Ich liebe sie, sie sind so, so hübsch. Dieser Style vom Schuh, genau so wie dieser Schuh jetzt ist, davon habe ich so viele Schuhe. Von den verschiedensten Marken, auch von Joop, von was weiß ich, was alles Mögliche. Und den hier fand ich so toll in diesem Weiß mit dieser Michael Kors Logo hier in diesem Beige und dann dieses Rosa dazu. Ich finde, das sieht so, 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 so nice aus. Ich finde den mega schön. Ich habe den angezogen und habe mir gedacht, yes, girl. Den gab es auch noch in verschiedenen Farben, Mustern, auch in Braun und was weiß ich, was alles Mögliche. Ich habe noch einen anderen Schuh anprobiert. Der sah genauso aus wie meine Schuhe von Louis Vuitton. Genauso sah der aus. Halt nur eben mit Michael Kors und alles drum und dran. Den fand ich auch so schön in hell. Aber der war super unbequem. Sonst hätte ich den, glaube ich, auch mitgenommen. Aber der hier ist super bequem und der sieht so schön aus. Wirklich zu einem Sommerkleidchen oder. Also im Sommer kann man solche Sneakers einfach mega genial anziehen. Ich finde den hübsch. Richtig hübsch und so in der Art. Auch in sowas Hellem habe ich eben noch nicht. Deswegen, ja. Diese Schuhe haben normalerweise 150 Euro gekostet. Outlet-Preis war 99 Euro und es gab nochmal irgendeine Rabattaktion, weswegen wir 75 Euro gezahlt haben. Genau, statt 150 Euro, 75 Euro. Ich würde sagen, das geht klar. Dann war ich bei Joop gewesen. Musste natürlich sein, ich bin ein Joop-Opfer. Wer meine Haustour gesehen hat, ich bin ein Joop-Opfer, ich weiß. Ich wollte schon sehr, sehr lange einen schönen Joop-Schal-Tuch haben, also so eine Mischung. Sollte nicht so ein dünnes Tuch sein, aber auch kein dicker Schal. Und deswegen, ich habe mich hierfür entschieden. Das ist sowas Längliches. Einmal in dunkel und einmal in hell. Und da ist eben dieses Joop-Logo eben drauf. Und am Ende hat es noch solche Fransen. Und das ist halt eben wirklich, wo ich sage, das ist ein schönes Tuch. Wenn es so ein bisschen dünner ist, kann man aber auch wirklich mehrmals rumwickeln und sagen, okay, wenn es wirklich ein bisschen kühler ist, kann man den auch als Schal sozusagen tragen. Ich finde ihn echt, echt, echt nice. Oder wenn man den im Sommer dabei hat, wenn es irgendwie mal ein bisschen kühler ist am Abend, wenn man den sich so ein bisschen über die Schultern legt. Ja, finde ich richtig nice. Der hat... Irgendwie ist hier kein Schild dran. Und ich habe meine Schwester auch eingekauft. In so einem rosa Ton. Genau, den gleichen. Die haben irgendwas um die 50 Euro gekostet. Keine Ahnung, von 100 Euro. Also es ist utopisch teuer. Ich hätte den niemals für 100 Euro geholt. Aber für 50 Euro ist auch schon teuer, muss ich sagen. Aber ich habe den wirklich
Schon seit dem letzten Mal, als wir dort waren, von 1,5 Jahren, habe ich mir schon wirklich, als ich zu Hause war, gesagt, so, ach Mist, ich hätte mir doch diesen Schal mitnehmen sollen, weil meine Schwester hatte sich den damals geholt, aber in dick, so ein richtig dicker Winterschal. Und da habe ich mir schon gesagt, ne, wenn ich das nächste Mal da bin, hole ich mir so eine Mischung zwischen Tuch und Schal, dass ich das eigentlich das ganze Jahr theoretisch tragen könnte. Und deswegen ist er mitgekommen. Dann habe ich mir zwei Pullis mitgenommen. Und zwar der eine ist in so einem richtig schönen knalligen Korallton. Auch so was Lockeres, Oversize-mäßiges. Das war jetzt in der Größe 38, aber ihr seht, es ist richtig, richtig groß. Und der hat eigentlich, der ist auch so relativ simpel. Der hat hier so dieses Logo von Joop. Und dann hier an diesen Kordeln, an diesen Schnüren steht dann auch nochmal Joop drauf. Aber relativ so dezent, nicht total extrem, aber ich fand diese Farbe einfach so schön und der ist nämlich so dünner. Also das ist eher so ein Herbst, Frühling, kalter Sommertag Pulli. Also der ist relativ dünn, aber sehr, sehr, sehr schön weich vom Material. Also der hat mich echt gecatcht. Der hatte auch eine passende Hose gehabt, aber die Hose war selbst reduziert, noch 90 Euro. Und habe ich mir gedacht, Amanda, lass mal lieber. Hier ist irgendwie auch das Preisschild weg. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was es gekostet hat, aber vielleicht 60, 70, 80 Euro, keine Ahnung. Und der Pulli, den ich euch jetzt zeige, in einem schönen Rosa. Ich finde ihn so süß. Schaut mal, der ist toll, oder? Den habe ich jetzt in der M mitgenommen. Ich dachte, der ist passend. Ja, also Joop Jeans. Steht vorne in weißer Schrift. Ansonsten ist es so ein schönes Puderrosa. Und auch der ist relativ dünn. Der ist nicht super dick. Also für den Winter muss man auf jeden Fall was drunter anziehen. Eher so dann für Frühling, Herbst. Jahre spät, also so in kalte Sommertage, genau wie der andere. Und deswegen finde ich es genial, weil man den dann halt eben wirklich fast das ganze Jahr, also eigentlich das ganze Jahr tragen kann. Klar, im Sommer, im Winter noch was drunter anziehen. Auch der war so preislich in dieser Kategorie zwischen 50, 80 Euro, irgendwie sowas. Genau, dann war ich bei Armani drin gewesen. Wir haben nämlich bei Nike haben wir gewartet. Und dann ist meine Schwester hat dann sich mit dem Lias beschäftigt. Die wollten sitzen, weil die total kaputt waren, wir auch alle. Und meine Mutter ist kurz zu Karl Lagerfeld reingegangen, da hat sie was ergattert. Und ich bin zu Armani reingegangen und habe da was ergattert. Ich finde das echt schön. So, Moment. Also, es ist hier so ein T-Shirt. Und da ist halt eben dieses große Logo drauf. Aber ich finde es schön, dass es in Silber ist, weil es ja ein graues Kleid ist, dass es nicht so weiß oder schwarz ist, weil es wäre dann wieder so zu bam in your face. Das finde ich eigentlich ganz nice. Und dann ist es halt ein T-Shirt-Kleid. Es geht relativ lang, eigentlich fast so, nicht boden, also es ist fast bodenlang. Es ist so bis zu den, ja, Wadenknöcheln, irgendwie was dazwischen. Und ab den Knien ist jeweils seitlich so ein Schlitz drinne. Also solche Kleider liebe ich ja. Gerade irgendwie jetzt im Sommer zum Überwerfen ist einfach so easy und man ist angezogen. Ich würde damit wirklich rausgehen zum Shoppen, wenn ich mich mit jemandem treffe. Ich würde damit aber auch im Garten chillen oder wenn man im Urlaub ist, es drüber zu werfen über Bikini. Mega. Das war relativ teuer. Ich weiß gar nicht, was es gekostet hatte. Ich habe letzten Endes 50 Euro dafür gezahlt. Also das war auf jeden Fall weit über 100 Euro. Armani ist normalerweise das Grauens teuer. Alles andere, was ich mir in diesem Store angeschaut habe, ich habe einen halben Herzinfarkt bekommen, als ich immer auf die Preisschilder geschaut habe. Also wirklich, es ist nicht meine Preiskategorie. Nein. Zumindest nicht so für so einmal, wenn man einmal hingeht und sich eine Sache holt und daraufhin gespart hat sozusagen, dann ist es ja okay. Aber wenn man jetzt so viel einkauft und dann nochmal zusätzlich so was Teures, nee. Dann war ich bei Calvin Klein. Und bei Calvin Klein sind wir ausgerastet. Also ich habe jetzt noch drei Tüten und bei diesen, oder beziehungsweise vier Tüten, weil bei Nike sind es eiskalt zwei Tüten geworden. Also bei diesen drei Stores, die jetzt kommen, sind wir wirklich ausgerastet. Aber die hatten einfach die genialsten Klamotten. Also sowohl meine Schwester als auch ich, wir lieben Calvin Klein. Wir haben auch, also ich habe schon wirklich richtig, richtig viel von Calvin Klein. Deswegen, ich schütte mal aus. Ich habe einmal ein rotes T-Shirt mitgenommen. Hier sind irgendwie, ich muss gerade mal schauen, ob hier noch die Preise dran sind. Oh ja, das T-Shirt hat normalerweise 50 Euro gekostet. Wir haben gezahlt 34,90. Und da gab es auch irgendein Special. Ich glaube, auch ab drei Teilen gab es 20% on top. Genau, so war das gewesen dort. Und drei Teile hatten wir ganz schnell zusammen. Also hier so ein rotes T-Shirt. Und dann ist hier in so einem, ich weiß gar nicht, was das für ein Material ist. Also muss man echt aufpassen. Am besten dann halt eben auf links waschen und bügeln. Ja, richtig hübsch. Calvin Klein Jeans ist es übrigens. Es war nicht das normale Calvin Klein, sondern Calvin Klein Jeans.
Also dieses T-Shirt durfte mit. Dann habe ich mir einen richtig, richtig süßen Rock geholt aus so einem, schaut mal, in Grau aus so einem Stoff, wie so eine Jogginghose halt eben. Also einfach nur grau mit so einem Gummibund. Richtig, richtig hübsch. Hat links und rechts solche Taschen. Das finde ich auch immer mega nice. Immer wenn ich ein Kleid oder einen Rock anhabe, denke ich mir immer so, oh, wohin gerade mit meinem Handy? Und das ist so, so, so nervig. Ich liebe deswegen auch Hosen und Taschen und so weiter. Deswegen, ich finde es immer total nice, wenn Röcke oder Hosen tatsächlich Taschen haben. Und links und rechts steht dann in weißer Schrift Calvin Klein Jeans drauf. Finde den so, so, so nice. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Genauso wie diese kurze Hose. Das ist im Prinzip der gleiche Style. Kurze Hose in Schwarz habe ich diesmal mitgenommen. Das gab es alles in verschiedenen Farben, aber so grau, schwarz ist so basic, passt dann halt eben zu allem. Und auch da steht dann halt einfach in weißer Schrift Calvin Klein Jeans drauf. Achso, falls euch die Preise interessieren, weil die Sachen sind ja alle aktuell. Also wenn euch was gefällt, ab nach Waldheim Village. Dieser Rock hat normalerweise 70 Euro gekostet und war auf 48,90 Euro. Also 49 Euro. Darauf gab es dann aber nochmal 20%, weil man ja über drei Teile eingekauft hat. Und diese kurze Hose, normalerweise 60 Euro, voll krass, oder? So eine kurze Hose für 60 Euro, die war jetzt reduziert auf 42 Euro, immer noch sehr teuer. Aber wie gesagt, da kamen dann nochmal 20% drauf. Dann habe ich mir ein T-Shirt mitgenommen, und zwar in Schwarz. Ich habe Calvin Klein schon in verschiedenen Farben. Vor allen Dingen Pullis habe ich sehr, sehr viele. Aber T-Shirts habe ich jetzt, bin ich der Meinung, in Grau und in Schwarz bin ich der Meinung noch nicht. Also was heißt bin ich der Meinung? Ich weiß, also in Schwarz habe ich es noch nicht. Deswegen habe ich das jetzt mal mitgenommen. Das ist dieses wirklich Standard-Basic, was man eigentlich so von Calvin Klein kennt. Die kosten normalerweise 50 Euro, die T-Shirts. Und die waren auf 35 Euro reduziert. Das war schon mal ein super Preis. Und wie gesagt, 20% on top. Dann habe ich mir zwei Jogginghosen geholt, die gleichen. Das ist keine richtige Jogginghose, sondern so eine Mischung zwischen Jogginghose und zwischen Leggings. So eine Jeggings. Also einmal, ja, so. Und das ist der gleiche Style, wie ich euch gerade bei den anderen gezeigt habe. Also so, vor allen Dingen hier unten mit diesem Bund, finde ich ganz wichtig. Ich hasse es, wenn es so komplett locker ist. Manchmal geht das. Ich glaube, ich habe sogar so eine mitgenommen, die geht. Aber ansonsten, ja, auch hier wieder Taschen, ganz, ganz wichtig. Ich habe eine Jogginghose, die hat keine Taschen. Das geht mir mega auf den Keks. Ja, auch hier wieder dieses Calvin Klein Jeans und das habe ich einmal in Grau mit, in Schwarz mitgenommen und auch nochmal in Grau. Und das sieht so schön aus in Grau. Ich liebe diese Hosen, ich finde die so, so, so toll. Die haben ursprünglich 90 Euro gekostet, sind auf 63 Euro reduziert. 20% ist immer noch eine Menge, aber ich muss sagen, die Sachen, die ich das letzte Mal geholt habe im Outlet Store, ich trage die rauf und runter. Ich liebe die einfach. Und dann habe ich mir dann doch noch einen Pulli mitgenommen von Calvin Klein, obwohl ich jetzt so schon fast, also ich habe diesen Calvin Klein Pulli, den ich euch gleich zeige, in Grau, in Dunkelgrau, in Hellgrau, in Schwarz, in Rosa und jetzt auch in Rot. So ein wirklich schlichter Pulli, der geht immer, der geht immer. Das ist so ein Joggingstoff-Pulli, also nicht super fein, gibt's, da gab es aber auch jede Menge. Und ich finde den so nice. Ich habe so Lust auf Rot gehabt. Ich habe echt ein paar Teile in Rot geholt und ich finde die so, 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 so toll. Also, I like it. Und die kosten normalerweise 100 Euro. Also diese ganzen Pullis sind 100 Euro. Ich habe die auch schon ein paar Mal bei P&C geholt für 50 Euro. Auch hier war es so, dass es 50% Rabatt gab. Also das war bei dieser Sale-Abteilung sozusagen und das war dann sowieso schon auf 50 Euro reduziert. Da kann man echt nicht meckern und da gab es dann aber auch die 20% extra nicht nochmal. Genau, so, das war's von Calvin Klein. Kommen wir zu Tommy Hilfiger. Darauf hat sich meine Mutter und ich mit am meisten gefreut. Wir lieben es einfach. Ihr habt ja die letzten Male, wenn ich bei Zalando Lounge bestellt habe, bin ich ja bei Tommy Hilfiger immer ausgerastet. Das ist mit einer meiner Lieblingsmarken aktuell zumindest. Ich würde sagen, ich kipp mal aus. Okay, Amanda. Mein Mann hat gestern nur den Kopf geschüttelt, hat gesagt, ihr seid komplett verrückt. Wir haben den Kofferraum aufgemacht, der war komplett voll. Also komplett. Ich habe mir einmal diese Schuhe hier mitgenommen. Die fand ich so cool. Ich habe ganz viele Schuhe bei Tommy anprobiert. Ich muss sagen, ich fand die
Nicht alle, aber manche waren super ungemütlich, super. Gerade diese ganzen Sommerschuhe, die hatten so schöne Sommerschuhe gehabt, die waren alle ungemütlich. Also in der 39 waren sie mir zu klein, in der 40 waren sie mir zu groß und irgendwie, keine Ahnung, ich bin darauf nicht klar gekommen. Dann habe ich bei den Sportschuhen geschaut, da hatten die echt schöne und ich habe mich aber letzten Endes für so ein Ding hier entschieden, was mit Stoff ist. Also so ein Schuh, der hier oben komplett mit Stoff ist. Deswegen, ich bin da super reingeschlüpft und rausgeschlüpft ohne Probleme. Und die waren einfach so saugemütlich. Die sehen einmal so aus. Genau, hier ist halt dieses Rot-Weiß-Blau ist halt die Farben von Tommy Hilfiger. Und hier oben steht auch nochmal Tommy Hilfiger. Und hier ist es einmal komplett geschnürt. Und das ist dann aber hier auch abgeschlossen. Das heißt, also klar, man kann sich hier eine Schleife binden. Ich persönlich mag das nicht. Ich stecke dann immer die restlichen Dinger hier so rein. Genau. Richtig, richtig nice. Ich bin verliebt in diese Schuhe. Und diese, schaut mal, die haben hier auch so Cuts, dass man richtig schön laufen kann. Also die sind richtig, richtig nice. Die hat meine Mutter auch gekauft. Ich glaube, die hat sie ja jetzt meiner Schwester weitergegeben. Dann habe ich mir eine Badehose geholt aus der Männerabteilung. Habe ich gerade schon mal was zu gesagt. Ich liebe es, in der Männerabteilung einzukaufen. Und zwar das hier. Das ist diese berühmte Badehose. Und diese Badehose gab es in ungelogen 15 verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt für das klassische Modell entschieden. Diese Flaggenform von Tommy Hilfiger. Hinten sieht es so aus. Hat hier so eine Hosentasche. Und hier vorne kann man es nochmal zuziehen mit so Bändeln. Die habe ich nicht gekauft, um damit baden zu gehen, sondern tatsächlich einfach für eine kurze Hose. Ich liebe es momentan, in solchen kurzen Hosen zu Hause zu chillen. Genau, weil ich habe ein paar kurze Hosen, aber die sind eher so ein bisschen feiner und da habe ich echt keinen Bock drauf. Und deswegen einfach sowas, ja, so eine Badehose-like. Und gerade wenn dann der Lias hier auch rumspielt und rumspritzt, dann kann er mich auch nass machen. Dann ist es auch gar kein Thema. Ich habe ja eine Badehose an. Also ich finde die echt, echt nice. Schaut mal, die hat hier sogar so ein Innenfach, so ein Versteckfach. Wie cool. Kann man was bunkern, wenn man baden geht. Ach, schaut mal, hier sogar mit so einem Ding dran, wo man vielleicht, wahrscheinlich zum Baden, wenn man so einen Schlüssel hier dran macht oder. Finde ich ja richtig genial. Also, I like it. Ich würde das nächste Mal noch mehrere Farben mitnehmen. Ich finde die echt schön. Meine Mutter hat sich die auch mitgenommen, hat sie gesehen, hat sie gesagt, wieso kaufst du so eine kurze Badehose für Männer? Habe ich gesagt, die ist für mich. Ich finde die total cool zu Hause anzuziehen, zum Chillen. Ich würde auch ein T-Shirt drüber anziehen und damit einkaufen gehen. Ich finde die richtig, richtig klasse. Dann habe ich mir ein Bikini mitgenommen. Fand die so, 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 so toll. Die gab es in Rot, Gelb und Blau. Ich habe mir so gelb angehalten und dachte mir, also so dran gehalten, und dachte ich mir so, oh, ich weiß nicht, bin mir nicht so sicher. Rot war mir auch so too much. Irgendwie hat es mir nicht in dem Moment gefallen. Deswegen habe ich mich für das Blau, Dunkelblau entschieden. Ich habe mich für ein ganz normales Bikinihöschen entschieden. Es gab auch welche, die man an der Seite schnüren muss. Das ist nicht so mein Fall. Das sieht sehr schön aus, wenn man ein bisschen schlanker ist. Aber bei mir, für meine Figur, ist das hier besser, so eine ganz normale Hose. Die hat hier oben eben nochmal so einen Bund und ansonsten ganz normaler Bikini-Stoff. Genau. Und dann das dazu passende Oberteil ist so ein Triangel. Oh, sehr hoch gerade. So sieht es aus. Das geht hier einmal auch. Das finde ich auch schön, dass es hier hinten so einen Clip hat, dass man eben nicht schnüren muss, dass man nicht da die ganze Zeit drauf liegt. Ansonsten ist es hier einmal komplett Gummi, was ich auch richtig, richtig nice finde. Und so sieht's aus. I like it. Habe ich beides in der L mitgenommen. Ich denke, das passt auch. Ach so, jetzt habe ich euch gar nicht mehr die Preise gesagt. Oh Mann, die Schuhe. Ich habe denen gesagt, die sollen den Karton da lassen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was die Schuhe gekostet haben, aber die waren auf jeden Fall auch nicht teuer. Das Bikini-Höschen hat gekostet statt 40 Euro 28 Euro. Und das Bikini-Oberteil hat gekostet statt 45 Euro 31,40 €. Und bei Tommy Hilfiger war es auch so, ab drei Produkten 20% auf alles zusätzlich. Also die ganzen Preise gab es nochmal 20% jetzt zusätzlich. Also diese Badehose kostet normalerweise 70 Euro und die gab es für 48,90 € und dann nochmal auf die 48,90 € 20%. Dann habe ich mich in einen Pulli verliebt. Den hat meine Mama hat den auch geholt, genau. Ist auch wieder so ein Hoodie. Und so sieht er aus. Der ist so schön angezogen. Steht Tommy vorne drauf, weiß, rot, dunkelblau. Dann das hier kann man auch zumachen oder offen lassen. Es hat hier so einen kleinen V-Ausschnitt. Ich finde ihn so schön. Der hat so ein schönes, weiches Material. Und der sitzt auch so ein bisschen lockerer oversized. Der ist richtig nice. Der kostet normalerweise 130 Euro. Ist
echt ein happiger Preis. Der war ursprünglich auf 90 Euro reduziert, aber der hatte jetzt nochmal 50% Sale und deswegen gab es auf diese 130 Euro die Hälfte, also 64,50. Dann habe ich mich in diese Jacke verliebt, in diese Hoodie-Jacke. Die war auch 50% reduziert von 100 Euro auf 50 Euro. So was ganz Schlichtes, Einfaches, mag ich aber sehr, sehr gerne. Also ich habe hier nicht mehr so viel. Ich habe sehr, sehr, sehr viel ausgemistet und ich habe eher so sportliche Dinger, so von Adidas und so weiter. Kennt ihr bestimmt aus meinen Vlogs. Und ich wollte mal sowas haben, was ich auch draußen anziehen kann. Also wenn ich so vielleicht meine normale Jeanshose anhabe, dass ich nicht zu sportlich bin und das anziehe, das fand ich sehr, sehr cool. Und das gab es nur noch in der Größe L und XL. Ich habe mir jetzt mal L mitgenommen. Die ist aber gar nicht so groß. Also dafür, dass andere viel wirklich Größe S teilweise größer ausfällt. Also das ist wirklich individuell, muss man halt eben schauen. Genau, dann habe ich mir noch ein T-Shirt mitgenommen. Das war von 40 Euro auf 27,90 und dann halt eben nochmal die 20%. Und das sieht so aus in Grau, Tommy Jeans. Das gefällt mir richtig gut. Das liebe ich. Voll schön. Und eine Sporthose habe ich mir noch mitgenommen. Ich habe mir sehr viele Sporthosen mitgenommen, muss ich sagen, weil ich liebe einfach sportliche Klamotten. Sagen auch immer so viele bei mir in den Vlogs. Du hast so viele Klamotten, du läufst nur in sportlichen Schlabberklamotten zu Hause rum. Ja, weil ich es liebe. Ich liebe es einfach. Ich könnte 24 Stunden, egal wo ich bin, egal wie schick oder wie sportlich oder keine Ahnung, ich könnte ständig Jogginghose, T-Shirt, also so sporty einfach. Ich mag das einfach. Das ist einfach mein momentaner Lieblingsstyle. Klar, ich ziehe auch gerne mal, was weiß ich, eine Hose an und keine Ahnung. Aber selbst dann, wenn ich eine Hose anziehe, ziehe ich trotzdem sehr gerne einfach ein T-Shirt drüber. Bin einfach ich. Ich habe mich hier für so eine dunkelblaue Hose noch entschieden. So sieht die aus. Hier auf der Seite steht Tommy mit der Flagge. Und hinten, ich habe hinten gar nicht geschaut, hat sie nur eine Tasche, so eine kleine. Die mag ich tatsächlich nicht. Ich denke mir entweder große Taschen oder gar keine. Also bei Jeans, bei Jogginghosen am liebsten tatsächlich gar keine Taschen. Da reicht es mir, wenn es wirklich an den Seiten vorne Taschen gibt. Auch die war 50% reduziert. Die kostet normalerweise 120 Euro. Das finde ich einfach wirklich einen utopischen Preis. Das ist echt heftig. Würde ich niemals kaufen. Die war reduziert auf 60 Euro. Und selbst das ist echt teuer. Aber wenn man die Marke tatsächlich mag, kennt ihr bestimmt, wenn ihr so eine Lieblingsmarke habt, dann seid ihr da eher bereit, mehr für auszugeben als jetzt für was anderes. Und ich habe mich tatsächlich noch für ein Handtuch entschieden, aber ein Badehandtuch. Also ich habe tatsächlich aktuell nicht so wirklich Badehandtücher. Ich habe einen aus der alten Wohnung mitgenommen mit so einer kroatischen Flagge, aber einfach weil ich es nicht wegschmeißen kann. Aber das ist auch super, super dünn. Ich habe mir letztens hier so ein handtuchartiges Strandtuch bei Action geholt. Das ist auch mega nice. Aber ich wollte mal wirklich, wenn ich ins Schwimmbad gehe, mal wieder ein richtiges Handtuch haben. Ich habe so viele entsorgt, die irgendwie ausgeblichen waren oder so weiter, wenn man mal viel das oft zur Reise mitgenommen hat. Mit Strand und so weiter, mit Salzwasser. Ja. Joa, ich habe mich dann für dieses Handtuch entschieden. Auch da gab es ganz viele verschiedene, wenn euch das nicht gefällt, aber trotzdem Interesse habt. Die kosten normalerweise 75 Euro und waren auf 53 reduziert. Da habe ich mich auch für so eine Flagge im Prinzip entschieden. Also oben ist es blau, unten in der Mitte weiß. Dann steht da Tommy Hilfiger drauf. Auf der einen Seite ist es dann halt eben im Prinzip so wie hier weiß, rot und unten und oben ist es dann blau. So, das war's. Mehr ist da nicht drauf. Und das war's von Tommy Hilfiger. Oh Gott, wenn ihr das sehen könnt, ist ein Riesenberg gerade. Und jetzt kommen die zwei letzten Tüten. Und die sind von Nike. Und da bin ich ein bisschen ausgerastet, Leute. Und ich gehe mal ganz schnell durch, weil dieses Video ist gerade jetzt schon extrem lang, sehe ich. Deswegen, wir gehen mal quick durch. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Also bei Nike war es. Wie war das denn bei Nike gewesen? Bei Nike war es so gewesen, dass es gab gekennzeichnete Stände und es gab ganz, ganz, ganz viele und auf diese Sachen gab es nochmal 50%. Und deswegen fast alles, was ich hier drinne habe, fast alles ist 50%. Nicht alles, aber fast alles. Deswegen, es bringt eigentlich gerade gar nichts, die Preise zu sagen. Zum Beispiel dieser Hoodie oder diese Jacke von 60 auf 42, aber ich glaube, dass es da auch die 50% gab. Deswegen bin ich auch komplett ausgerastet. Ich liebe die Nike-Klamotten.
Also, ein ganz stinknormaler, weil ich tatsächlich keinen habe. So eine Trainingsjacke, schwarze Hoodiejacke. Einfach ganz simpel, weil ich tatsächlich keine habe. So oft denke ich mir, ich brauche eine schwarze Jacke und ich habe einfach keine. Das kann auch nicht sein. Deswegen, sowas muss man einfach im Schrank haben. Oder es gibt so bestimmte Farben, da muss man einfach mal was da haben. Dann habe ich mir ein Set geholt. Irgendwo ist noch die passende Hose. Und zwar diese Jacke. Da gab es auf jeden Fall die 50%, das weiß ich nämlich noch. Deswegen habe ich beides in Kombination geholt. Die Jacke kostet normalerweise 80, war auf 55 und dann nochmal 50%. Leute, wenn ihr Wertheim in der Nähe habt und ihr seid irgendwie kleine Nike-Opfer, geht dahin. Es lohnt sich gerade extrem. Das ist die Jacke. Die hat hier innen drin nochmal so schwarz-weiße Streifen. Und die geht auch so hoch. Nicht so, die ist nicht hier fertig mit dem Reißverschluss, sondern geht richtig schön hoch. Und die sind einfach so weich. Also Nike hat einfach das genialste Material. Schaut mal, einfach so eine normale Hoodie-Jacke. Hier steht Nike mit einem Nike-Zeichen. Ich sage jetzt übrigens immer Nike, weil das ist, fällt mir leichter. Also es heißt Nike oder... Nein, es heißt Nike oder Nike. Okay? Falls jetzt jemand sagt, du hast die ganze Zeit Nike gesagt, ist total falsch. Ich weiß, ich kann das andere überhaupt nicht aussprechen. Das geht mir total auf den Keks. Hier unten ist nochmal Nike Air. Das ist nämlich aus der Nike Air-Serie. Und hinten drauf steht Nike Air. Richtig genial. Richtig, richtig genial. Weil die Preise, die waren auch einfach nur so heftig. Der Pulli, den ich euch jetzt zeige, war von 60 auf 30 Euro. Auch überall dieses Nike Air drauf. Fand ich total nice irgendwie. Finde ich schön. Es war überall gelabelt, aber so nicht aufdringlich. Meiner Meinung nach, dieses Schwarz-Kraus, ist halt so dunkel gehalten. Wenn das jetzt alles weiß wäre, dieses Nike Air, dann wäre es wieder so, puh, zu viel Augenkino. Aber so ist es noch in Ordnung. Es ist so ein dünnerer Pulli, auch wirklich so fürs ganze Jahr im Prinzip. I like it. Dann habe ich Hosen geholt für meinen Mann, ganz, ganz viele. Der hat sich welche gewünscht, habe ihm Farben geschickt, beziehungsweise die Fotos, und der fand die toll. Ich habe ihm diese hier in Blau geholt, in Grau geholt. Ich habe ihm, wie gesagt, die Fotos geschickt und er hat gesagt, nice. Genau, blau-grau. Dann habe ich diese Hose hier geholt. Auch die war 50% reduziert. Von 65, 50% wie gesagt. So, einfach eine schwarze Jogginghose und an der Seite hat die ganz viele Nike-Zeichen und hat hier nochmal einen Reißverschluss, dass man das Ganze offen mal auftragen kann oder halt eben, aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich mag es eigentlich, wenn die Hosen unten auch so einen Bund haben, dass es enger ist. Aber das hier, das geht noch, sage ich mal. Genau, das ist sie. Die finde ich auch richtig, richtig nice. So, dann, noch eine Hose von meinem Mann. Ich glaube, er wollte eigentlich nur zwei Stück haben. Jetzt habe ich, ist auch egal, gell? Ich habe ihm auch von Levi's, der wollte nur zwei T-Shirts haben, weil er gesagt hat, nimm nicht so viel mit, gib nicht so viel Geld aus. Ich habe alles mitgenommen, was er toll fand, habe ich alles mitgenommen. Dann habe ich ein schwarzes T-Shirt mitgenommen. Wirklich completely simple. Schwarzes T-Shirt mit Nike vorne drauf. Einfach, weil ich es so gerne zu Hause trage. Tatsächlich auch zum Schlafen. Und das hat 17 Euro gekostet und ich glaube, das war auch bei diesem, weil es hat hier so einen roten Punkt. Das heißt, auf die 17 Euro gab es nochmal 50%. Wie kann man denn da Nein sagen? Es geht doch eigentlich gar nicht. Dann habe ich Schuhe mitgenommen für den Lias. Allerdings schon in einer größeren Größe. Er trägt aktuell 24 und in der 25, die nächste Größe, haben wir schon sehr, sehr, sehr viele Schuhe. Und ich habe jetzt hier 27 mal mitgenommen. Wir haben auch schon ein paar Stück in der 26. Ich kaufe ja immer so ein bisschen vor. Ich muss sagen, ich habe nicht wirklich Schuhe gefunden, die mir sonst gefallen haben in seiner Größe. Die fand ich aber ganz cool, weil die haben hier so einen Klettverschluss. Und ansonsten sind die nämlich schon gebunden. Man kann da super reinschlüpfen. Die waren auch super günstig gewesen, deswegen... Ich weiß es gerade nicht mehr, weil ich habe auch da den Karton dagelassen. Dann habe ich mir einen richtig genialen Pulli mitgenommen. Einfach nur wegen der Farbe. Finde ich so, so, so schön. Hier ist nur so ein kleines Nike-Zeichen drauf. Aber dieser Pulli, der ist auch ein... Der ist nicht super dünn. Der ist schon... Der hat hier dieses Weiche innen drin. Also der ist schon eher so für Herbst, Winter. Den fand ich aber auch so genial. Der war... normalerweise kostet der 45 Euro. Der war auf 30 Euro. Und ob es da jetzt nochmal die 50% gab, ich weiß es gerade nicht, welche Produkte jetzt 50% waren, welche nicht. Aber es waren auf jeden Fall einige. Und der ist so schön. Diese Farbe, die kommt jetzt gar nicht richtig rüber. Noch ein bisschen heller, als es jetzt in der Kamera ist. Richtig nice.
Dann habe ich mir, ich habe euch vorhin diese Jacke gezeigt mit dem Nike Air hinten. Da habe ich mir die passende Hose noch mitgenommen. Weil, wie gesagt, 50%. Einmal diese Jogginghose. Da steht an der Seite einmal Nike oder Nike. Und hinten am Popo ist dieses Nike Air. Aber das ist halt eben dieser gleiche Style, beziehungsweise das ist die gleiche, die Hose, die eben passend dazu ist. Die hätte normalerweise 65 Euro gekostet, war auf 45 und von 45 nochmal 50%. Es ist doch geschenkt. Es ist wirklich geschenkt. Dann habe ich diese kurze Hose mitgenommen. Auch wieder wie bei Tommy Hilfiger. Einfach dieses kurze Hose aus der Männerabteilung. Genau. Bei der Frauenabteilung gab es die gleiche Hose, nur die hatte nochmal innen drinne nochmal eine Hose, die dann unten so ein Stück rausgeguckt hat, wie so eine Radlerhose. Das wollte ich aber nicht, weil das wäre dann wieder so beengt. Ich will einfach im Sommer, wenn es heiß draußen ist, wenn ich einfach draußen im Garten chillen will, so eine kurze Hose anhaben, die einfach locker ist. Genau, die ist mitgekommen. Die war 30 Euro und auf 21 Euro. Da weiß ich aber 21 Euro ohne 50%. Genau, weil die hing beim Standardsortiment, das weiß ich noch. Da habe ich für meinen Mann noch Tanktops mitgenommen. Die hat er sich auch gewünscht. Die haben 14 Euro gekostet statt 20. Einmal hier in schwarz und irgendwo, ach hier, nochmal in weiß. Genau, die lasse ich hier gleich, die gebe ich ihm gleich mal. Dann habe ich mir ein paar Leggings mitgenommen, weil ich finde auch die Leggings von Nike so toll. Einmal in schwarz mit diesem riesengroßen Just Do It. Das wollte ich schon so lange mal haben. Das ist ja der Werbeslogan. Genau, also einmal Just Do It. Dann habe ich mir hier so ein Sportoberteil mitgenommen. Genau, so sieht es aus. Und hinten so zum Sport machen, aber auch wie gesagt zu Hause für draußen. 17 Euro hat es gekostet. Dann dieses T-Shirt hier. Das ist richtig weich. Das ist so ein ganz weiches, lockeres Material. Das ist kein T-Shirt-Stoff, auch wenn es so wie so ein T-Shirt geschnitten ist. Ganz, ganz leicht und super, super samtig, das Material. Deswegen kostet es auch normalerweise 35 Euro, war auf 24 Euro. Keine Ahnung, ob die 50% jetzt mit dabei waren. Irgendwie habe ich da irgendwann nicht mehr durchgeblickt und habe einfach nur das genommen, was mir gefallen hat. Dann habe ich noch zwei Leggings mitgenommen. Achso, einmal hier in Grau nochmal mit dem Just Do It, wie ich euch gerade schon gezeigt habe. Und dann nochmal eine schwarze Leggings, auch aus der Just Do It Kollektion. Steht hier draußen was? Nein. Und da ist hier unten Nike. Mit so einem Nike-Zeichen, genau. Und die ist halt auch aus so einem richtigen Leggings-Stoff. Die anderen auch. Es gab nämlich welche, die auch dieses Radler-Stoff haben. Das mag ich gar nicht, weil darin schwitzt man sich einfach nur einen ab. Genau, deswegen habe ich da nur so normale genommen. Und dann habe ich mir ein Set zusammengestellt. Aus so einem Bordeaux. Das hat mich total angesprochen. Ach so, diese ganzen Leggings. Die hier mit dem Nike-Zeichen unten zum Beispiel war von 30 auf 21 und diese andere mit dem Just Do It war von 35 auf 24. Da gab es keine 50%. Da habe ich mir hier so eine bordeauxfarbene Leggings rausgesucht. Richtig schön. Genau. Die gab es für statt 35 Euro für 17 Euro. Richtig genial. Und dazu dachte ich mir dann diesen Moment. Dieses Oberteil hier, das war auch reduziert von, was, 70 Euro? Oha, 70 Euro auf 35 Euro. Also das hat sich ja auch mal richtig rentiert. Auch wieder sowas Hochgeschlossenes. Ich finde das hier richtig schön. Das ist aus Seide, aus so einem Seidenmaterial. Auch wieder aus der Nike Air Kollektion. Und es ist ein bisschen kürzer geschnitten, aber trotzdem, der Bauch ist bedeckt. Es ist jetzt nicht total cropped, aber es ist ein bisschen kürzer. Aber die Leggings kann man ja ein bisschen höher ziehen, beziehungsweise die ist ja auch nicht irgendwie, ist ja normale Leggings, die ein bisschen höher ist. Deswegen sieht man auf jeden Fall nichts. Und hier steht nochmal Nike Air. Und das war's. Wow, ein super, super langer Haul. Deswegen will ich jetzt gar nicht mehr so lange quatschen. Wir beenden das Video an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen habt zu den Klamotten, zu Werther Village oder sowas, dann stellt es mir gerne in die Infobox. Ansonsten googelt euch mal durch. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen anfixen. Und ihr besucht mal Werther Village. Aber wie gesagt,
Nimmt genug Geld mit, Leute, ohne Scheiß, weil das ist einfach so heftig günstig, was man da für Schnäppchen jagen kann. Ich bin sehr, sehr traurig. Wir werden irgendwann mal in 2, 3, 4 Monaten vielleicht nochmal hingehen, weil ich unbedingt nochmal zu Adidas und Puma möchte. Hat aber nicht funktioniert aufgrund der, wie gesagt, Corona-Situation. Da waren einfach so heftig lange Schlangen. Man muss wirklich ganz am Anfang, kleiner Tipp, geht wirklich direkt zu den Stores, wo ihr unbedingt hin möchtet, dass ihr die safe habt. Weil viele Stores haben halt, die haben immer nur bis 18 Uhr geöffnet. Die haben gestern ausnahmsweise mal bis 20 Uhr gelassen, aber das waren vielleicht 40% der Stores, die offen hatten, 60%, die dann zugemacht haben. Genau. Und unter anderem, wo dann halt weniger los war, so um 7 Uhr, 7:30 Uhr war weniger los. Puma und Adidas hatten zum Beispiel zugehabt. Richtig schade. Aber dafür waren wir ganz, ganz lange im Nike Store und haben da ohne Ende abgegriffen. Genau. So, ihr Lieben, das war's jetzt. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.